Ich bin weder Markus noch bin ich Daniel. Ich bin der Christian und sage standardmäßig, es ist Mittwoch, es ist Shortcut-Zeit und ich mache mit euch heute ein paar wunderschöne Tomatentaler und was wir dafür brauchen und wie das jetzt funktioniert, klären wir am Herd. Für unsere Tomatentaler brauchen wir natürlich Tomaten. Die haben wir jetzt einfach so ein bisschen, ja, mit vom Stiel bis zur Blüte geschnitten, dass ihr dieses wunderschöne Schnittmuster habt. Macht nachher jetzt nicht so viel aus, aber ihr habt eine schöne runde Form. Darum geht es uns eigentlich in erster Linie. Wir brauchen weiter eine Panierung dafür. Da nehmen wir einfach ganz normales Weizenmehl. Da haben wir ein paar Semmelbrösel und Rührei sozusagen. Da kommen noch ein paar trockene Kräuter mit rein. Rosmarin, Thymian habe ich jetzt genommen, Salz und Pfeffer. Das verrühren wir jetzt einfach. Und wir werden jetzt ganz einfach die Tomatentaler panieren. Das heißt, wir können sie danach in die Pfanne bedenkenlos legen und braten. Und das ist eine Sache, wie man Tomate essen kann, die man nicht so alltäglich vorfindet. Wir fangen halt an, die Tomate ins Mehl zu legen und zu wälzen. Ein bisschen abklopfen. Dann kommt das ins Ei mit rein. So. Und dann zum Schluss kommen die Semmelbrösel. Man sieht jetzt auch hier wunderschön, dass die Kräuter an der Tomate kleben bleiben. Und das heißt, die Tomate wird auch ein bisschen nach Kräuter schmecken, so wie es sein soll. Und um jetzt ganz sicher zu gehen, dass wir auch wirklich alles verschließen bei den Tomaten, machen wir einfach eine zweite Panierung, indem wir das nochmal ins Ei legen und einfach nochmal eine zweite Schicht Semmelbrösel mit drauflegen. So, ich passioniere jetzt mal ganz schnell die anderen beiden Taler auch fertig und dann legen wir das gleich zusammen in die Pfanne. Nun sind alle unsere Tomatentaler paniert. Zweimal, ne? Ihr habt es gesehen, ich habe es euch gezeigt. Und jetzt machen wir nichts weiter, als sie ganz vorsichtig in warmes Öl zu packen. So, und jetzt braten wir die Tomate einfach von beiden Seiten goldgelb an. Goldbraun, goldgelb, das könnt ihr euch aussuchen. Und dann sind die Tomatentaler auch gleich fertig. Ihr habt es gesehen, ich habe die Tomatentaler einmal gewendet. Nun sind sie auch auf der zweiten Seite goldbraun. Und dann holen wir sie raus, dann schneiden wir mal eine an und gucken mal, wie es da drin aussieht. Sieht jetzt ein bisschen aus wie gute Jägerschnitzel aus Jagdwurst gebraten. Also das heißt, wenn ihr mal eine Jagdwurst-Variante vegetarisch braucht, nehmt einfach eine Tomate. Sieht optisch halt von außen schon mal so aus. So, dann schneiden wir es mal einmal an. Knusprig ist es auch. Und dann zeige ich euch das einmal mal besser wegpacken. Habt ihr hier drin wunderschön die gebackene Tomate. Da könnt ihr jetzt auch ein bisschen Balsamico-Reduktion einfach rüberlaufen lassen. Das hat euch Markus schon mal gezeigt in dem Shortcut. Und mit diesen gebackenen Tomatentalern bleibt mir jetzt auch nichts weiter zu sagen als habt eine gute Zeit, schaltet bei Daniel und Markus wieder ein und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.